Hallo alle Strandfiguren, heute machen wir ein kleines Sixpack-Übung hier an der Negativbank. Und zwar, wichtig als erstes, Handy raus, sonst fällt es immer runter. Besonders an die Leute, die ein iPhone haben, das Scheißding geht ja immer sofort kaputt. So, hier die Füße einfach rein. Ne? Das war der E-Ring. Dann gehst du runter. Ja? Jetzt hast du hier einen schönen großen Weg. Kommst nach oben. Ja? Wichtig ist dabei, genau, wenn du dich erinnerst an die eine Übung, die ich gezeigt habe, wo du oben am Kabel zukriegst, dann hast du übergehst, genauso machen wir das hier. Der Rücken und der Bauch, der bleibt nicht gerade, ja, wenn ich, also guck mal, wenn ich hier gerade bleibe, so und so hoch komme, ja, habe ich eine extrem hohe Hebelbelastung auf der Wirbelsäule. Deswegen einrollen. Ja. Einrollen und nach oben. Und dann langsam wieder zurückrollen. Ja? Und du musst auch nicht ganz in die Streckung wieder gehen, also dass du so hier bleibst und dann wieder hoch. Damit der Bauch immer schön verspannt bleibt. Ja? Das war Stufe 1. Und dann, je besser du wirst, ja? Auch die Bauchmuskeln haben weiße Muskelfasern, also Kraftmuskelfasern, die halt trainiert werden wollen. Deswegen auch mal so auf 10 bis 12 Wiederholungen gehen. Am Bauchdrehen kannst du hier 15 nehmen oder so halten. Ja. Langsam hoch. Zack. Jetzt bist du ja relativ gerade wegen der Scheibe. Ja, nee. Du rollst hier so runter, ne? Zack. Kannst auch hier halten. Schöne Musik, Siegemusik im Hintergrund. Ne? Und dann halt, je besser du wirst, desto mehr Gewicht kannst du einfach dafür verwenden. Das ist eine wirklich gute Übung. Die gibt auch immer schönen Muskelkater im Bauch. Jo, versuch's mal aus. Und wenn du mehr Videos sehen willst, abonniere den Strandfigur-Kanal. Denk immer dran, die schwersten Übungen im Fitnessstudio, ne? Auch wieder zurückräumen, die Gewichte. Ja. Sonst kriegst du Übergewicht irgendwann. Okay, das war's für dieses Video. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Kölner Barkmann. Ciao.